Bezirksparteitag 2012. Unser Einsatz der vergangenen 3,5 Jahre im Zeitraffer. Nachdem Hans Redler beim Bezirksparteitag am 8. September 2008 in seiner Funktion als Bezirksparteiobmann klar bestätigt wird, bringt die Nationalratswahl vom 1. Oktober das bekannte Ergebnis. Einzig erfreuliches Detail am Rande: Hans Redler bekommt mehr Vorzugsstimmen als der Spitzenkandidat der Bezirks-SPÖ. Im Herbst 2008 tritt der neue Bezirksgeschäftsführer Matthias Zauner seinen Dienst an. Er folgt damit Franz Piribauer nach, der mit 1. Jänner 2009 als Landesgeschäftsführer in den NÖAAB wechselt. Thomas Heißenberger folgt Fritz Beigelböck als Bürgermeister von Hochneukirchen gescheit nach und zum Jahresende wird die neue Spange B21B eröffnet. Anfang 2009 kommt es zur Umbildung des NÖ-Regierungsteams. Unsere Landesrätin Petra Bohuslav wechselt das Ressort und ist seitdem für Wirtschaft, Technologie, Tourismus und Sport zuständig. Als niederösterreichische Landesrätin ist es mir eine ganz besondere Freude, meinen Bezirk in seiner Entwicklung begleiten zu dürfen. Eine Entwicklung, die uns von einem Industriegebiet bis hin jetzt zu einem Hotspot für Wissenschaft und Technologie geführt hat. Wiener Neustadt ist einer von 3 Technopol-Standorten im Bundesland Niederösterreich. Das bedeutet, dass Wissenschaft, Wirtschaft und Ausbildung mit der Fachhochschule Wiener Neustadt ganz eng zusammenarbeiten. Jetzt im heurigen Jahr, Mitte des Jahres 2012, wird bereits die 4. Ausbaustufe des Technologiezentrums eröffnet. Das bedeutet, dass in etwa 500 Forscherinnen und Forscher hier arbeiten werden. Und das ist eine unglaubliche Wertschöpfung für den gesamten Bezirk, für die Region, auf die wir stolz sein können. Und diese Dynamik soll es auch weiterhin geben. Im Frühling findet der 43. Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich in der Arena Nova statt. Die Arbeiterkammerwahlen bringen der NÖAAB-FCG-Fraktion niederösterreichweit 3 zusätzliche Mandate, während die FSG 9 Mandate verliert. Landeshauptmann Erwin Bröll verhindert den von der Bundesregierung geplanten Ausstieg aus dem Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz und rettet dadurch MedAustron. Am 7. Juni 2009 findet die Europaparlamentswahl statt. Die Volkspartei erreicht dabei erstmals Platz 1 bei einer bundesweiten Wahl im Bezirk Wiener Neustadt. Die Leitner SPÖ verliert 14% ihrer Wählerinnen und Wähler. Im Herbst findet der NÖAAB-Bezirkstag statt, bei dem Hans Redler das Amt des Bezirksobmannes an Franz Reinhofer übergibt. Die erste Fachhochschule Österreichs feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Die Ergebnisse unseres Jugendprojekts Zukunft Region werden präsentiert. Bei den Personalvertretungswahlen kann die NÖAAB-FCG-Fraktion im Bezirk ihren Mandatstand weiter ausbauen. Und der Seniorenbund hält unter Obmann Alfred Irschig seine Jahreshauptversammlung ab. Die ersten Monate des Jahres 2010 stehen aber ganz im Zentrum von Wahlen. Den Beginn machen die Wirtschaftskammer und die Landwirtschaftskammerwahlen. Sowohl Bauernbund als auch Wirtschaftsbund können ihre klaren Mehrheiten verteidigen. Am 14. März 2010 schafft es die Volkspartei erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik, bei Gemeindewahlen im Bezirk Wiener Neustadt die stimmenstärkste Kraft zu werden. Während wir unseren Mandatstand weiter ausbauen können, verliert die Leitner SPÖ 66 Mandate und 3 Bürgermeister. Gustav Glöckler wird zum ersten VP-Bürgermeister von Wöllersdorf-Steinerbrückel und zum jüngsten Bürgermeister Niederösterreichs gewählt. Und das, obwohl die VP lediglich 5 von 23 Mandaten hält. Michael Zehetner Junior wird zum ersten VP-Bürgermeister von Waldeck, Bernhard Kanthaler zum ersten VP-Bürgermeister von Lanzenkirchen gewählt. In Bad Schönau wird Ferdinand Schwarz Bürgermeister und folgt damit Josef Riegler nach. Die heutige Situation in unserem Bezirk ist nicht mehr vergleichbar mit dem Jahr 1992, wo ich als Bezirksparteiobmann begonnen habe. Mit eurer Hilfe war es möglich, aus diesem roten Bezirk einen schwarzen Bezirk zu machen. 24 Bürgermeister der ÖVP dokumentieren das. Im Juni folgt Roland Breimeyer in Marktpisting Dreistetten Gerhard Baumgartner als Bürgermeister nach. Und in der zweiten Jahreshälfte 2010 begleitet Martin Breineder die Funktion des Bundesratspräsidenten.
Am 19. Oktober 2010 wird Christian Stocker als Stadtparteiobmann und damit als Obmann des Teilbezirks Wiener Neustadt-Stadt bestätigt. Auch wir in Wiener Neustadt gehen neue Wege. Die positive Zukunftsperspektive für Wiener Neustadt, für unsere Bevölkerung, kommt von der ÖVP. Stichwort neues Krankenhaus, Medastron, DFZ. Wir sind für die Bevölkerung da und wir beweisen, dass sie bei uns gut aufgehoben ist. Im Herbst 2010 wird die dritte Ausbaustufe des Technologie- und Forschungszentrums in Wiener Neustadt eröffnet und Stefan Zimper wird zum neuen JVP-Bezirksobmann gewählt. Das zweite Halbjahr steht aber auch ganz im Zeichen der Halbzeitbilanz der Landtagswahlperiode. In allen Gemeinden werden die vielen Projekte, die mit Landesunterstützung realisiert wurden, vor den Vorhang geholt. Von der Kindergartenoffensive über den Bau von geförderten Wohnungen bis hin zur Realisierung von betreutem Wohnen. Von neuen Gemeindezentren über Straßen- und Sportplatzsanierungen bis hin zu Hochwasserschutzmaßnahmen, der Unterstützung für unsere Feuerwehren und Vereine und viele, viele Projekte mehr. Das Kurt-Schädler-Zentrum, in dem unser Bezirksparteitag stattfindet, ist ein konkretes Beispiel dafür. Am 17. November 2010 kommt es zum Wechsel im VP-Gemeindevertreterverband. Der Bürgermeister von Wismar, Roland Weber, folgt Franz Rennhofer an der Spitze des Bezirks GVV nach. Die Zeichen stehen auf Kooperation. Deshalb ist es wichtig, Projekte in den Gemeinden gemeinsam anzupacken, umzusetzen mit einem starken Partner, dem Land Niederösterreich. Im Dezember präsentiert Landesrat Stefan Pernkopf die Pläne für die Räumung der Aluschlacke in Wiener Neustadt. Im März 2011 wird der Grundstein für das Krebsforschungs- und Krebsbehandlungszentrum Medastron gelegt. Bereits 2013 wird der Testbetrieb starten und ab 2015 werden die ersten Behandlungen durchgeführt. Dann werden jährlich bis zu 1400 Menschen von internationaler Spitzenmedizin profitieren. Parallel dazu wird sowohl klinische als auch nicht klinische Forschung betrieben. Ich bin überzeugt, dass wir bald wirklich der Hotspot der Wissenschaft, der Forschung und der Gesundheit Niederösterreichs werden. Denken wir an Medastron, denken wir an den Neubau des Klinikums und an die Ergänzung durch die Fachhochschule und das Technologie- und Forschungszentrum. Mit Medastron und dem neuen Klinikum werden wir zum Krebszentrum Niederösterreichs. Das ist für die Gesundheit wesentlich, aber wir haben damit auch die besten Voraussetzungen, hervorragende qualitative Arbeitsplätze in Stadt und vor allem in der Region anzubieten. Noch etwas ist wichtig. Unsere Jugend hat damit eine Zukunftschance, die sie nützen kann. Im Frühling wird das Projekt E-Mobilität Buckelige Welt vorgestellt. Nach langen Verhandlungen wird das Aus für die Klärschlammverwertungsanlage in Steinerbrückel in der Nähe von Wohngebiet bekannt gegeben und die Therme Linsberg Asia begrüßt ihren 700.000. Gast. Am 26. April 2011 folgt Gemeinderätin Elisabeth Hollinger aus Muckendorf Christian Kunstmann als Obfrau im Teilbezirk Gutenstein nach. Mir geht es vorwiegend um die gute Zusammenarbeit der 8 Gemeinden im Biestingtal, welche ja jetzt schon sehr gut funktioniert. Es gibt auch gemeinsame Projekte, unter anderem die Mirafälle, das Gauermann-Museum, Festspiele Gutenstein, Themenwege und unser Skigebiet am Unterberg. Im Sommer feiert das betreute Wohnen beim Landespflegeheim Wiener Neustadt Dachgleiche. Die Hälfte der Arbeiten für die Umfahrung Solenau-Theresienfeld sind abgeschlossen. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptmann Erwin Pröll eröffnen das operative Zentrum für Ausgleichsmaßnahmen am Cobra-Gelände und der Kleinwindkraftpark Lichteneck wird eröffnet. Unser Bezirk ist schon sehr weit im Bereich der erneuerbaren Energie. Wir haben sehr viele Hartschnitzelheizungsanlagen in den einzelnen Gemeinden. Wir haben Biogasanlagen, wir haben Kleinwasserkraftanlagen vertreten. Wir haben Windkraftanlagen bis hin zum Forschungsprojekt Kleinwindkraft. Und in Zukunft gibt es noch eine Solaroffensive für Solarwärme, aber natürlich auch Photovoltaik. Und das große Ziel Niederösterreich bis 2015, den Strom komplett aus erneuerbarer Energie zu erzeugen,
dem sind wir im Bezirk Wiener Neustadt schon sehr nahe. Jeder zweite Dienstag in diesem Sommer wird aber von Tuesday Night Skating dominiert. Insgesamt nutzen 1600 Personen dieses Angebot vom Sportland Niederösterreich in Wiener Neustadt. Das erste Halbjahr 2011 steht auch ganz im Zeichen der Gemeindeparteitage. Dabei hat sich die Volkspartei in vielen Gemeinden neu aufgestellt und in der Gemeinde Hohe Wand wachsen die beiden Ortsparteien wieder zu einer gemeinsamen Gemeindepartei zusammen. Die Volkspartei sagt in diesem Jahr aber auch Danke, nämlich den unzähligen Freiwilligen anlässlich des Internationalen Jahres des Ehrenamts. Im September eröffnen Landeshauptmann Erwin Pröll und Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka den Klinikzubau in Wiener Neustadt. Dieser ist notwendig, weil die zweite interne Abteilung und die Unfallabteilung in einem derart schlechten Zustand sind, dass der Betrieb bis zur Eröffnung des Neubaus nicht aufrecht zu erhalten ist. Da der Neubau in Raumzellenbauweise errichtet wurde, können die einzelnen Raumzellen nach der Übersiedelung in das neue Haus wiederverwendet werden. Beim Bezirkstag der ÖVP-Frauen wird Gemeinderätin Sigrid Pichler aus Solenau zur Nachfolgerin von Leopoldine Reisenbauer gewählt. Und in Gutenstein findet die gleichen Feier für den Zubau des Landespflegeheims statt. Nach der Fertigstellung 2012 werden hier insgesamt 120 Pflegeplätze zur Verfügung stehen. Am 11. Oktober wird Martin Preineder als Obmann des Teilbezirks Wiener Neustadt-Land wiedergewählt. Gerade die Gemeinden rund um Wiener Neustadt haben in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung hinter sich gebracht. Besonders stolz sind wir auf die Projekte, die wir in dieser Region vorantreiben konnten. Ob das Parkens Drive in Katzelsdorf in Wiener Neustadt oder demnächst in Wöllersdorf ist, ob das der Neubau der Hack Wiener Neustadt ist oder besonders auch das Projekt So gut schmeckt die bucklige Welt, wo regionale Nahrungsmittel den Eingang in unsere Supermärkte gefunden haben. Mich hat es auch sehr gefreut, ein halbes Jahr den Vorsitz im Österreichischen Bundesrat zu führen und hier einen Beitrag zu leisten, dass Europa näher zu den Regionen gekommen ist und der Bundesrat sich hier für die Regionen auch entsprechend präsentieren und einsetzen konnte. Im Herbst findet die Spatenstichsfeier für die nächste Ausbaustufe des Technologie- und Forschungszentrums statt. Im Bezirk Wiener Neustadt werden 6 neue Polizeiplanstellen eingerichtet. Die Bürgermeister der buckligen Welt präsentieren ein weiteres Gemeindekooperationsprojekt. Landesrätin Barbara Schwarz tauscht sich in Wiener Neustadt mit Stadtsekretär Sebastian Kurz über Integrationsprojekte in Kindergärten aus und der Spatenstich für den Neubau der Landesberufsschule Waldeck wird vorgenommen. Insgesamt 21 Millionen Euro werden hier investiert, um die Landesberufsschule bis 2016 zu modernisieren. Am 3. November kommt es zum Obmannwechsel im Teilbezirk Kirchschlag. Bürgermeister Thomas Heißenberger folgt Franz Rennhofer nach. Als Teilbezirksobmann von Kirchschlag freut es mich ganz besonders, dass wir bereits Gemeindekooperationen umgesetzt haben. Zum einen haben wir in der Liederregion Buckliche Welt Wechselland ein Projekt zur Erstellung eines digitalen Leitungskatasters erstellt, was zum einen die regionale Wirtschaft stärkt, zum anderen für die Gemeinden eine finanzielle Ersparnis bringt. Weitere Projekte, die wir auch kleinregional umsetzen konnten, sind zum Beispiel das E-Mobility-Projekt in der Bucklichen Welt Süd, wo wir für den Tourismus und auch für die Umwelt ein sehr erfolgreiches Projekt umsetzen können. Am 23. November 2011 findet, nur 8 Monate nach Baubeginn, die Gleichenfeier von Mid-Austron statt. Damit ist ein weiterer Meilenstein für dieses Leuchtturmprojekt erreicht. Im Dezember gibt Klaus Schneeberger bekannt, dass ein Lizenztausch vom SC Wiener Neustadt zum SKN St. Pölten für das Land Niederösterreich nicht in Frage kommt. Die Pläne für das Logistikzentrum der Landeskliniken der Thermenregion werden präsentiert und Landesrat Karl Wilfing erreicht in Verhandlungen mit dem Infrastrukturministerium, dass die ÖBB-Strecke Pernitz-Gutenstein nicht eingestellt wird. Anfang 2012 machen sich unsere Gemeindevertreter für den Neubau des Landesklinikums Wiener Neustadt stark, nachdem der Rechnungshof in einem Prüfbericht die Ausbaupläne der Landeskliniken in der Thermenregion kritisiert hatte. Franz Rennhofer wird vom Bezirksparteivorstand als Nachfolger von Hans Redler als Bezirksparteiobmann nominiert und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner besucht Polizeiinspektionen im Bezirk Wiener Neustadt. Da sieht man, wo was weitergeht. Da spürt man, dass es um die Menschen geht.
Hier stimmt die Richtung. Niederösterreich